Es ist Freitag, 18 Uhr und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Apple News. Wie immer mit einigen spannenden Themen diese Woche. Wir sprechen über das iPhone 16 Pro. Da gibt es ein paar kleine Feinheiten. Wir sprechen ein bisschen über das Datum und die neuen iPads, also Pro und Air, die bald anstehen. Und wir sprechen auch so ein bisschen über das nächste große Ding, an dem Apple jetzt mittlerweile arbeiten soll. Und dann gibt es natürlich am Ende der Ausgabe wie immer ein kleines One More Thing von meiner Stelle. Wie immer vollgepackte Ausgabe. Denkt an ein Abo jeden Freitag, Punkt 18 Uhr. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Und die fleißigen Zuschauer des Kanals kennen es schon. Wenn sich etwas bei der Software getan hat, fange ich damit gerne an. Und natürlich, diese Woche hat sich ein bisschen was getan. Wir bekamen endlich, durchaus spät, mit einer ordentlichen Verzögerung, die erste Beta von iOS 17.5. Bisher nur für Entwickler oder vielleicht auch mittlerweile als Public Beta verfügbar. Und die bringt ehrlich gesagt gar nicht so viel mit. Wir bekommen neue Farben für das Widget für Podcasts. Ich glaube, mehr Features sind auf globaler Ebene gar nicht vorhanden. Aber es gibt eine interessante Änderung in der EU, nämlich das sogenannte Side-Loading kommt jetzt mit iOS 17.5, allerdings sehr stark eingeschränkt. Bedeutet, Side-Loading bedeutet, wenn man eine App außerhalb des App-Stores über eine Webseite herunterladen und installieren kann. Das möchte Apple dann in der EU mit iOS 17.5 auch ermöglichen, aber als Entwickler muss man sich dafür bei Apple verifizieren und erreicht die App mehr als 1 Million Downloads, muss man sogar noch Geld an Apple bezahlen. Also es ist im Verhältnis zu Android ehrlich gesagt relativ unattraktiv gelöst. Aber mit iOS 17.4 hat sich die Plattform ja bereits ein bisschen geöffnet. Es wurden Alternativen für den App Store, also andere Stores, erlaubt. Und es gibt bisher noch keine, ja, ihr habt das nicht verpasst, aber die ersten stehen jetzt an. Einmal hat Epic den Epic Game Store angekündigt, der dann bis Ende des Jahres kommt. ZApp wird ein eigener Store sein, aber den Anfang macht wahrscheinlich der Alt Store. Und da hat jetzt The Verge die ersten Bilder veröffentlicht, die zeigen, wie so ein alternativer Store für den Apple App Store aussehen wird. Außerdem haben sie auch zwei Screenshots veröffentlicht, wie der Installationsprozess für so einen App Store ist. Die werde ich euch jetzt hier einfach mal einblenden und ich finde, das sieht durchaus abschreckend aus und ich glaube, das ist auch genauso gewollt, dass Nutzer, die keine Erfahrung mit sowas haben, möglichst im Apple App Store bleiben. Und Apple arbeitet an seinem nächsten großen Ding. So bezeichnet es jedenfalls der zuverlässige Mark Gurman von Bloomberg. Denn nachdem das Projekt mit dem Elektroauto gescheitert ist, wir haben es ja vor ein paar Wochen in den Ausgaben hier gehabt, sucht jetzt Apple nach neuen Bereichen für Wachstum. Das iPhone ist ausgereizt, AirPods sind weitestgehend ausgereizt, alle Bereiche sind ausgereizt und die Vision Pro ist zwar ein Wachstumsfeld, aber vermutlich noch einige Jahre nicht für den Massenmarkt. Und jetzt geht Apple in eine Richtung, mit der ich persönlich nicht unbedingt gerechnet habe, denn man arbeitet an Robotern. Also auch tatsächlich an ganz normalen Hausrobotern heißt es oder auch an anderen Projekten, wie zum Beispiel einem Tischroboter mit Display, der einem folgt. Ein Projekt soll so ein bisschen an den Amazon Astro erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr das Ganze kennt, werde ich euch jetzt mal einblenden. Und das ist so ein Bereich, so ein Projekt, an dem Apple jetzt arbeitet, aber, und das sagt die Quelle auch, wo man noch ganz am Anfang steht und noch nicht so genau weiß, in welche Richtung das geht. Aber Tim Cook ist der Meinung, dass Roboter für die Zukunft ein durchaus wichtiger Meilenstein sein könnten und für Wachstum sorgen könnten. Und damit ist er übrigens nicht allein. Denn Elon Musk hat auch mal vor ein paar Monaten angegeben, dass die Roboterentwicklung bei Tesla vielleicht sogar irgendwann größer als die Autos selbst werden könnten. Ich bin mal gespannt. Vielleicht laufen wir dann wirklich in 2 Jahrzehnten mit Haushaltsrobotern rum. Wir werden es sehen. Und vielleicht spielt Apple da auch ganz vorne mit. Und dann müssen wir kurz über 2 kleine Änderungen beim iPhone 16 Pro sprechen. Es bleibt zwar bei einem Titanrahmen, aber eine Quelle hat verlauten lassen, dass der matte Rahmen eigentlich unbedingt gar nicht so das Ziel von Apple war und dass man zwar beim Titan bleiben möchte, aber man möchte wieder einen glänzenden Rahmen, wie bei dem Edelstahlrahmen in den letzten Jahren haben und das sei gelungen. Mit dem iPhone 16 Pro könnten wir also einen glänzenden Rahmen sehen, was ich ehrlich gesagt persönlich nicht unbedingt begrüßen würde. Ich finde den matten Rahmen deutlich attraktiver und dann soll es noch eine kleine Änderung auf der Rückseite geben, die vielleicht gar nicht so intensiv auffällt, aber ihr kennt es schon vom iPhone 15, da gibt es ein durchgefärbtes Glas, ist weiterhin matt, wirkt so ein bisschen milchig, ist eine neue Technologie, mit der Apple damals auch sehr intensiv geworben hat und dieses Verfahren soll jetzt auch in diesem Jahr beim normalen iPhone 16 Pro angewandt werden. Außerdem hat eine Quelle behauptet, dass wir tatsächlich die Farben sehen, die ich auch schon letzte Woche erwähnt habe, werde ich euch jetzt hier mal einblenden, wobei ich an dieser Stelle auch sagen muss, dass es ein Mockup ist, welches noch einen matten Rahmen hat. Stellt euch das Ganze also einfach mit einem glänzenden Rahmen vor. Und dann tauchen auch immer mehr Dummy-Einheiten in China auf, denn die Küllenhersteller bereiten sich tatsächlich bereits auf die Produktion vor. Ja,
Das dauert noch ein halbes Jahr, aber die Massenproduktion der Cases beginnt dann meistens schon im Frühjahr und im Sommer, damit man eben auch pünktlich zum Marktstart wirklich vorbereitet ist. Denn wer als erstes einen Case auf den Markt bringt, der verkauft in der Regel die meisten Hüllen. Und da deutet sich an, dass wir wieder 4 iPhones in diesem Jahr bekommen werden. iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max. Keine große Überraschung, aber was man auf den Bildern auch erkennt, ist einmal das etwas neue Kameradesign für das iPhone 16, was ein bisschen an das iPhone 10 erinnert. Und wir bekommen eine neue Kamerataste auf der Seite und alle iPhones haben in diesem Jahr einen Action-Button. Bedeutet, beim normalen iPhone 16 wird der Mute-Switch höchstwahrscheinlich in diesem Jahr auch verschwinden. Und in den letzten Wochen waren die iPads immer mal wieder ein intensives Thema tatsächlich in den Ausgaben, vor allem das iPad Pro, weil es mich auch einfach ganz persönlich interessiert und weil ich mich darauf freue. Und ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es schon letzten Monat vorgestellt wird, kurz nach dem MacBook Air, nach dem neuen, dachte ich, ein paar Tage später zeigt Apple auch neue iPads. Jetzt haben wir mittlerweile April und die sind immer noch nicht da und da hat Mark Gurman verraten, es dauert auch noch ein kleines bisschen. Marktstart ist erst für Anfang Mai geplant. Mittlerweile findet man auch die ersten Hinweise für neue iPads in iOS 17.5 und in den bei den ersten Behörden in Indien sind die neuen iPads jetzt auch aufgetaucht. Also April wird es nicht mehr mit dem Marktstart, vielleicht mit der Ankündigung, aber sie sollen dann direkt Anfang Mai erhältlich sein. Was noch ein kleines bisschen länger dauern wird, sind allerdings neue AirPods und da arbeitet Apple gerade an einem komplett neuen Lineup und möchte einmal alle AirPods aktualisieren und das fängt Ende des Jahres mit neuen AirPods 4 an. Es wird zwei Versionen geben, einmal eine etwas bessere Version, die dann auch in diesem Modell ANC einführt. Unklar ist es, ob es auch Silikonaussätze geben wird, aber es soll dann auch erstmals eine neue Lite-Version, so nennt es, eine neue Quelle geben. Ich vermute, man verkauft es einfach als AirPods 4 mit ANC und ohne ANC und dies soll dann etwas günstigeres sein. Bedeutet, Apple möchte die AirPods 2 und 3 parallel ersetzen. Aktuell verkauft man noch beide und es ist ein neues Design für die AirPods 4 geplant. Neue AirPods Max werden wir wahrscheinlich auch Ende des Jahres sehen. Allerdings, so heißt es, ohne großes Upgrade. Vielleicht sogar mit der gleichen Hardware. Apple wird da wahrscheinlich gar nicht viel ändern. Der Over-Ear-Kopfhörer ist nicht mehr im Fokus. Die einzige Änderung, die eben jetzt so langsam anstehen muss, ist, dass man das Ganze auf USB-C umstellt und nicht mehr mit Lightning anbietet. Also es könnte sein, dass man das Ganze ohne große Ankündigung einfach aktualisiert, ohne neue Hardware und einfach neue AirPods Max mit USB-C auf den Markt bringt. Und wer auf neue AirPods Pro wartet, der muss noch ein bisschen warten, denn das steht erst für 2025 im Raum und da gibt es aktuell noch nicht wirklich viele Details. Und wo uns auch noch einige Details fehlen, ist bei RCS. Das hat Apple letztes Jahr angekündigt. Das ist ein Standard für die Kommunikation, mit dem man dann auch plattformübergreifend mit anderen kommunizieren können wird. Und Apple hat gesagt, ja, okay, wir bauen das Ganze in die Nachrichten-App ein, damit eben auch die Nutzer etwas besser mit Android kommunizieren können. Das macht man übrigens auch nicht ganz freiwillig, denn da hieß es vor ein paar Wochen, dass Druck aus China kommt, die das Ganze so ein bisschen als Standard für die Kommunikation sehen und die Apple jetzt dahin gedrängt haben, dass sie das Ganze doch mal implementieren. Aber Google hat sich natürlich darüber gefreut, denn die pushen seit Jahren RCS und wollen das als Standard für die Kommunikation in der Branche haben. Und die haben jetzt verraten, dass Apple im Herbst mit dabei ist. Sie arbeiten zwar mit Apple zusammen, die ganzen Hersteller müssen da irgendwie natürlich miteinander sprechen, damit das Ganze funktioniert. Ob sie aber wirklich schon wissen, wann das Ganze kommt, ist nicht ganz klar. Aber was mittlerweile sicher ist, ist, dass RCS nicht mehr mit iOS 17 kommt, sondern erst mit iOS 18. Und da iOS 18 voraussichtlich im September ansteht, gehe ich einfach mal davon aus, dass Google dann auch damit rechnet, dass wir dann RCS sehen werden. Womit wir bei meinem One More Thing diese Woche wären, und das ist tatsächlich auch nochmal ein Gerücht, aber ich möchte das Ganze nochmal ein bisschen anders angehen, denn manchmal schreibt ihr mir auch in den Kommentaren, es gab auch noch dieses Detail oder hast du das gesehen? Und ja, ich sehe in der Regel alle Gerüchte und ich habe auch das hier gesehen, ein möglicher Screenshot oder ein angeblicher Screenshot, der bereits von iOS 18 stammen soll, hat Mac Rumors veröffentlicht, die waren sich aber auch unsicher. Es zeigt die neue Kamera-App von iOS 18 angeblich mit einer deutlich durchsichtigeren Oberfläche, die so ein bisschen an Vision OS, also an die Brille von Apple erinnert. Und sowas lasse ich in der Regel auch gerne mal hinten unterfallen, denn ich versuche mich hier auf dem Kanal auf eine kompakte Zusammenfassung zu liefern. Das klappt nicht immer, aber so roundabout um die 10 Minuten lang soll es sein. Und es soll eigentlich nur die wichtigsten Details rund um Apple in der Woche geben. Und da versuche ich so ein bisschen auszusortieren, was ich nach ein paar oder einigen Jahren der Erfahrung für durchaus wahrheitsgemäß halte und was ich für einen offensichtlichen Fake halte. Ich glaube zum Beispiel, dass dieser Screenshot ehrlich gesagt ein offensichtlicher Fake ist und dafür gibt es auch deutliche Anzeichen. Kann mich täuschen, aber das ist so eine Sache, die ich an dieser Stelle einfach mal erläutern wollte. Ihr seht hier einige Gerüchte rund um Apple oder offizielle Ankündigungen, aber viele Dinge, die in der Woche passieren,
werden auch nicht in dieser Ausgabe stattfinden. Das bedeutet nicht, dass sie mich nicht interessieren oder dass ich sie verpasst habe, sondern das bedeutet in der Regel, dass ich ihnen keine so große Bedeutung schenke. Und ich möchte hier eben auch weiterhin versuchen, dass die meisten Meldungen, die auch auftauchen, halbwegs eintreffen oder durchaus das Potenzial haben, dass sie stimmen und dass ihr nicht hier die ganze Zeit irgendwelche Falschmeldungen von mir bekommt. Es sind natürlich Gerüchte, größtenteils. Das ist gar keine Frage. Das dient natürlich weiterhin der Unterhaltung und wir spekulieren hier auch gerne mal ein bisschen. Aber wenn etwas ein offensichtlicher Fake für mich ist, lasse ich es gerne weg und möchte auch nicht irgendwie Clickbait betreiben, damit ich da irgendwie sage, hey, das ist iOS 18. Nein, das vermute ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dieser Screenshot ist eine Fälschung, die MacRumors einfach veröffentlicht hat. Warum, weiß ich auch nicht, denn eigentlich ist das eine relativ zuverlässige Quelle. So, das war's von meiner Stelle diese Woche. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Ausgabe immer gefallen oder interessiert. Und falls ihr am Ball bleiben wollt, wie gesagt, jede Woche Punkt 18 Uhr veröffentliche eine neue Ausgabe, die dann immer bei euch in der Abo-Box erscheint, wenn ihr diesen Kanal jetzt kostenlos abonniert. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, Restwochenende oder einen guten Start in die Woche, wann auch immer ihr das Video schaut. Bis dahin, ciao.